Warum sitzt du mit einem McDonald's Salat bei Burger King? Ja, bringt sich das. Gib mir das. Ja. Das ist auch noch so eine Mensch. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme das jetzt hier zum 100. Mal auf. Also wenn das nichts wird, dann wird es halt einfach nichts. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Nein, Spaß, dann nehme ich es halt nochmal auf, bis ich es halt kann. Ah! Entweder ich hinkriege, gescheit zu reden oder ich finde mich einfach hässlich. Aber auf jeden Fall. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich versuche das jetzt zum 112. Mal tatsächlich aufzunehmen, weil ich es nicht hinbekomme, gescheit zu reden. Ein paar von euch haben sich ja gefragt, wo ich bin, denn ich war in den letzten Videos nicht so häufig zu sehen. Aber ich schneide die Videos immer und jetzt bin ich wieder öfters da. Auf jeden Fall wollte ich euch etwas erzählen und zwar geht es morgen für uns nach Frankfurt und da schlafen wir dann eine Nacht und dann geht es mit dem Flieger nach Miami und dort bleiben wir dann eine Woche und wir wollen euch halt dort ein bisschen mitnehmen und so weiter und deswegen wollte ich euch das ein bisschen erzählen, was wir vorhaben und so weiter, damit ihr halt nicht da so, damit wir gleich in Miami filmen und dass ich euch das erste Miami erklären muss. Ich sitze jetzt gerade in meinem Zimmer auf der Couch und eigentlich gerade am Koffer packen, aber ich dachte, ich drehe jetzt schnell dieses Video, weil ich einfach keine Lust habe, meinen Koffer zu packen. Aber ich bin jetzt eh gleich fertig und Johanna ist auch momentan ja da. Die bleibt aber jetzt noch 3 Tage, wenn wir gehen, bei ihrem Freund. Und mit ihr wollte ich heute, je nachdem, ob das Wetter es zulässt und ja, wir schauen gleich, weil es hat die ganze Zeit so ein bisschen geregnet. Auf jeden Fall wollten wir dann noch ausreiten gehen, quasi als Abschied, weil ich halt am Blue noch mal ein letztes Mal bewege und so weiter. Wie gesagt, keine Angst, wir haben gute Leute, die sich dort in der Zeit, wo wir weg sind, um die Pferde kümmern. Aber einfach nochmal so mit Johanna und so einen letzten Ausritt, bevor wir gehen. Und ja, ich nehme euch jetzt mal ein bisschen mit, packe ein bisschen meinen Koffer weiter. Und ich bin total müde. Ich habe gestern echt schlecht geschlafen. Und das interessiert euch jetzt wahrscheinlich. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich werde es versuchen, schriftlich oder mündlich zu beantworten. Weil wir fliegen sehr lange, ich glaube 13 oder 15 Stunden. Und da habe ich genug Zeit, eure Fragen zu beantworten. Also macht mal, schreibt mal unten in die Kommentare, damit mir nicht so langweilig wird im Flieger. Schatz. Guten Tag. Alles klar. Komm her. Na, geht's gut? So, ich gehe jetzt mit Kara in den Hela. Was brauchst du denn eigentlich? Also meine Maus ist extrem langweilig und deswegen kaufen wir jetzt neues Spielzeug für sie. Deswegen kaufen wir jetzt Mausespielzeug. Johanna? Ja. Komm! Dada! Warte, ich kann nicht zoomen! Scheiße! Hallo. Guten Tag. Hallöchen. Kennt man sich? Nee, nicht. Ich bin da so ein Pferd bei euch geritten. Echt? Ja, schon wirklich. Ja. Ne? Kara hat übrigens mal... vor 6 Jahren, Alter. Ja. Ja. Wollen wir das erste Mal Kinder reiten, gell? Ja, dann guck mal. Kara, deine Haare sehen von hinten irgendwie aus wie Feuer in der Kamera. Guck mal. Das sieht voll geil aus. Ich finde es warm. Aber warm. So. Hallo. Rennt mal nicht so. Jetzt das da nehmen? Nein, deine Maus ist viel zu faul, um da reinzugehen. Oder das da hier. Ja, aber deine Maus rennt nicht, ich schwör's dir. Lieber noch ein Häuschen oder irgendwas zum Verstecken. Die versteckt sich eh den ganzen Tag. Nein, ich schlug da nicht den ganzen Tag draußen. Okay, sorry. Also guck mal, ich fand das immer süß, das Häuschen. Weil davon hat sie eben noch schon. Ich finde Strohhäuschen eher süßer, weil da könnte sie sich richtig gut verstecken. Hier. Ja, und das isst sie auch nicht. Sie könnte sich da richtig gut verstecken. Weil dann eher so eine Kugel. Ja, wenn die Kugel, da kann sie sie... Da sind eben von jeder Seite... Ja, da kannst du dann ganz viel Heu reinmachen, da kann sie sich gut drin verstecken, also, weißt du? Das nehmen oder die Kugel? Aber das finde ich auch ganz geil. Nee, das hat zu viele Eingänge. Eher wie so ein Häuschen, weißt du? Soll ich dann sowas nehmen?
Ja, ich würde das nehmen. Für den Urlaub ist es doch ganz gut. Hast du noch Futter? Nee, das ist das Problem. Brauchen wir Futter? Aber wie viel Wasser ist das für Häuschen? Hier gibt es nur was für Rennmäuse, glaube ich. Nimm doch einfach das, das sieht gut aus. Jetzt habt ihr keinen Hunger mehr. Lass mal eine Mutprobe machen, du musst einen davon essen. Juhu, bist du dumm? Das würde ich niemals machen. Nimm das. Das da, oder das da. Mit Schrimps. Ja, aber das ist doch für Hamster. Nimm doch einfach das. Das ist voll viel. Ja. Jetzt müssen wir noch... Wir haben leider nur gefrorene Mäuse, also hier gibt es keinen Freund. Ja, die leben dann auch nicht mehr. Wir wollten eigentlich einen Freund noch kaufen. Lass uns so Pflanzen mit reinlegen. Ist das für Katzen? Ja, das ist Katzengras. Ich hole mir eine Landschildkröte. Ja? Echt jetzt? Zeig mal. Oh, wie süß. Gott, ist die niedlich. Oh mein Gott, lass mal mitnehmen. Man kann sie sehen, wie sie einfach so da leckt. Marla diskutiert gerade mit Mama, ob sie diese Landschildkröte bekommt. Johanna ist hier. Aber wo sind die Landschildkröten? So eine will Marla haben. Nehmen die eigentlich in Gruppe? Die ist so teuer. Eine kostet 80 Euro. Das ist noch. Vor allem, wenn wir morgen in Urlaub gehen. Ja, Maggie ist doch hier. Wenn wir morgen in Urlaub gehen, macht das keinen Sinn. Aber Maggie ist doch hier. Trotzdem. Ich habe auch nicht 80 Euro dabei. Sind die eigentlich Vegetarier? Schildkröten? Nee, die fressen sich gegenseitig. Freut man. Das ist schon die Winter-Edition. Keine Ahnung. Ist einfach immer noch Herbst, oder? Hey Jojo, ist Herbst oder Winter? Herbst. Was? Nico? Ich riech vorbei. Was? Sind wir bei Fressnapf? Ja. Kann ich ein Autogramm haben? Hallo? Nee. Nee. Hey Jojo, komm mal her. Ihr seid wirklich komische Leute. Also ich bin ja... Voll süß. Oh, geil. Schatz? Mhm. Noch ein bisschen Geld dabei? Mhm. Wie dürfen das so Geld da? Für wen? Ich weiß nicht. Die sind nicht so geil. Muss ich mal gucken. Maila! Guck mal, das ist für die Pferde. Guck mal, Maila. Wenn meine Maus leider tot ist bald, dann nein, kaufe ich das da, diese zwei Dinger da. Hamster. So einen hatte ich. Die ist übersüß. Diese zwei Dinger da. Diese zwei Dinger da. Diese zwei Dinger da. Ah, die Äpfel sind nicht so geil gewesen. Das ist rote Beete. Rote Beete. Iu. 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 Sind das Oreo für Hunde? Aber für Meiler, guck mal. Oreo für Hunde. Ich mal abbeißen. Alter, ich geh weg. Wir haben heute zwei viel eingekauft. Einmal haben wir so eine, wie nennt man das, so eine Maus, so ein Rohr für eine Maus, der sieht so aus, für 2 Euro, guter Preis. So, dann habe ich hier für Tiger und so, habe ich hier so Würstchen mitgenommen. Hallo, nein, meine Chef. Habe ich die Würstchen mitgenommen. Ich habe vegetarische Leckerlis. Dann hat sie vegetarische Leckerlis mitgenommen. Und dann habe ich noch für meine kleine Maus und für die Mäuse oben, also eigentlich für meine, habe ich so aus Würmern diese Herzendinger mitgenommen. Hier, das ist scheiße. Ja. Hallo. Haben wir so Dinger hier mitgenommen. Und dann habe ich noch so ein Fittchen mitgenommen, das so aussieht. Auf Stroh für 3 oder 4 Euro. Und dann noch Futter für sie. Vegetarisch natürlich. Ja. Und sonst habe ich nichts mehr. Und vegetarisch natürlich. Ja. Natürlich. Und dann habe ich mir hier noch sowas zu trinken gekauft. Nein. Bitte. Spuck mich rein. Alter. Weil ich dir auch immer richtig fertig singe. Okay, die sind voll süß. Guck mal, die habe ich dir noch gar nicht gezeigt. My little sweetheart. Mehl. Ja, mit Würmern, weil sie Würmer mag. Mm. Ja. Fass ich nur mit Sandhandschuhen. Drinne. Hallo Baby. Und jetzt rollen wir mal ein bisschen das neue Zeugs ein. Ja. Benutzt sie das überhaupt, was da steht mit den Klöckchen? Also das mit den Klöckchen benutzt sie schon. Also ja, also etwas muss davon raus. Das doch, wir können.
als ich das da rausnehme. Nein, das mag sie eigentlich. Die Schüssel, da geht sie eh nicht rein. Guck. Alles klar bei dir. Wie heißt sie eigentlich? Capital Bra. Wer hat sie so genannt? Hanna und Marlena, gell? So, also, wir machen jetzt erstmal ein neues Futter. Nein, wir machen jetzt erstmal das da hier. Das hat 2 Euro gekostet und ist so ein Tunnel für die. Jetzt haben wir 2 Tunnel. Ein Tunnel muss raus, glaube ich. Nee, Quatsch. Okay, gut. Ja, also 3 sind schon ein bisschen viel. Einer muss davon schon raus. Oh, der ist schon groß. Der ist für Hamster. Nein, ist er nicht. Der ist doch nicht groß. Voll süß. Aha, der ist voll geil. Zeig mal. So eher ASMR-mäßig. Hier ist ein Tunnel. Oh. Ja, Mäuse. Aha. Hier noch neues Futter. Gott, wie süß. Ich schneide gleich mal den Zettel da weg. Mir gefällt dieser Tunnel so heftig. Also, so, sie guckt sich gerade um, was es alles Neues gibt. Schau mal, von hier aus sieht es aus, als laufen 2 Mäuse durch den Tunnel. Durch den Tunnel? Oder noch nicht? Aber nicht wieder in ihr altes Haus. Schatzi! Guten Tag. Heu ist da. Das machen wir jetzt ein bisschen ins Heuhaus, damit sie ein bisschen so sich verstecken kann da drin. Die Perücke im Hintergrund sieht gruselig aus. So, übrigens ist es eine Futtermaus. Also ist eigentlich eine Futtermaus gewesen. Wir haben sie sozusagen gerettet. Und dann hatten wir 2 und die eine ist dann leider gestorben. Und uns wurde halt gesagt, dass die halt nicht lang leben, weil die so überzüchtet sind. Aber die lebt jetzt schon überlange. Gell? Eine Albino-Maus. Und jetzt machen wir hier halt mehrere Versteckmöglichkeiten. Die hat eigentlich ein relativ großen Käfig. Und ja, der ist so aus Holz und hier oben hat er halt dann so Gitter, damit die Luft bekommt. Mama? Ja? Darf ich dir mal kurz den neuen Mäuse... Wo bist du? Was ja. machst du da? Ich warte, bis der Trockner fertig ist. Was willst du? Ich will dir den neuen Mäusestall zeigen. So, ich habe mir jetzt gerade Reitzeug angezogen. Diese Reithose mit diesem Crib hier. Und die geht halt echt sehr, sehr hoch. Aber jetzt gehe ich ausreiten mit Johanna. So, Johanna und ich gehen jetzt. Und sie hat natürlich die Schuhe und ich wie immer. Die hier. Johanna, meine Schuhe sind schon schöner wie deine. Werbung, Leute, kauft euch Stiefel von Sergio Grasso. Nein, kauft euch meine Schuhe. Meine, aber die Stiefel sind schon echt geil. Ja, meine auch. Stopp, meine haben Fell. Meine haben Grip in. So, und Johanna macht heute auch ein Video? Dein Kanal jetzt. Lecker. Du sollst deinen Kanalnamen präsentieren, du zeigst ihn immer. Ich mag meinen Kanalnamen nicht. Also, sie mag ihren Kanalnamen nicht, geht trotzdem drauf. Ich brauche nur einen Kanalnamen, schlag mal was vor. Guck mal in die Infobox, da Dance ist ihr... Dance of Diary! Da ist ihr Kanal verlinkt und wie heißt dein Kanal? Bis jetzt noch Jojo's Live, aber ich bin in den... Jojo's Live, aber ich verlinke ihn nochmal unten in der Infobox. Infobox! Wie man dann immer diesen Move bringen kann. In der Infobox! Vorgegangen. Wir versuchen das heute mal mit dieser Kamera, die sehr, sehr klein, seht ihr es? Weil das wäre zum Ausreiten halt richtig cool, wenn wir das mit der filmen könnten. Weil erstens stabilisiert die, ich kann die euch gleich mal zeigen. Und dann ist es so, dass man die halt so festhalten kann, dann kann man gleichzeitig reiten. Und jetzt, ja hallo, da ist sie ja schon. Und der Rudi kommt uns auch begrüßen. Guten Tag, ihr Süßen. So, wir sitzen. Würde ich sagen. Ja, wir sitzen. Steh mal auf. Warte, ich filme mal in deine Kamera mit meiner Kamera. Okay. Das macht irgendwie einen coolen Effekt oder so. Nee, nicht wirklich. Gelblüchen, wir haben heute gute Laune. Wir haben erstmal den normalen Sattel drauf. Gott, wir laufen hier auch vollkommen in den Busch. Ja, Hauptsache der Blue gefällt. Eben, wir haben einen normalen Sattel drauf. Ich sehe absolut fett aus. Egal. Alter, übertreib mal nicht. Ja, wenn ich so filme, wie ich gerade gefilmt habe. Okay.
Aber Blue hat auf jeden Fall Spaß und mein Helm hasse. Ich hasse das, wenn das so krumm sitzt. Ey, ich sehe richtig sexy aus. Richtig sexy. Aber schaut, Hauptsache ihr schaut mal in die Infobox. Infobox. Warte. Infobox. Oh nein, ich habe meinen Helm auf. Jetzt gibt's Hate. Oh nein. Leute, einmal kurz zum Erklären. Hilf. Mein Helm ist klein und der drückt die Scheiße. Egal, die werden trotzdem haten, du weißt. Alle Hater hier, die Angriffsfläche. Sie hat ihren Helm offen. Oh nein! Aber Leute, es ist wirklich wichtig, einen Helm zu tragen. Es ist wirklich. Es ist wichtig, aber... Und ihr solltet sogar eine Weste tragen. Dann hast du keinen Unpassenden wie ich. Na, hübscher. Mein hübsches Tier. So. Ein Model-Ausdruck. Ja, natürlich. Weil die jetzt gerade hier nicht angehalten haben. Bleib jetzt mal stehen. Übermotiviert, wir sind gerade galoppiert. Und ja, sagen wir mal, wir haben gefühlte 50 bis 100 Meter gebraucht, um wieder anzuhalten. Stimmt's oder habe ich recht, Blue? Sonst ist sie gar nicht so. Ja. Sonst ist sie gar nicht so geil aufs Galoppieren, aber jetzt gerade hat sie richtig Zoff gegeben. Der Dancer hat es einigermaßen reguliert bekommen von Johanna. Handy-Junkies! Alter, ich habe immer noch so Husten. Jetzt gucken wir. Mein Pferd galoppiert schon. Die Johanna will mit dem Dancer mal über diesen Ast hier springen. Oder was es auch immer ist. Bleib mal stehen. Ja, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. So, die Johanna baut sich das jetzt gerade so zusammen, wie sie das möchte. Weil das ist ihm definitiv ein bisschen zu breit. Alter, hör mal auf zu ziehen, Blue. Was sagst du dazu? Johanna, normale Menschen sehen hier nur einen Ast liegen. Reiter, ein Sprung. Aber das lasse ich mal lieber mit Blue. Wobei, darüber können wir ja auch springen. Alter, die ziehen mich hier von allen Seiten. Ja, du, dich meine ich. Jetzt auch mal mit der Blue. Wobei, die bleibt halt immer, ich meine, es ist kein Springpferd, das ist klar. Also die bleibt halt immer vorm Sprung stehen und es ist halt wirklich nicht hoch, das ist nur ein Ast. Siehst du das? Die springt ab wie ein Frosch, da kannst du dich nicht raufhalten. Das ist, halt gerade richtig schön zum Ausreiten, weil es ist halt... Wir bleiben mal ganz kurz im Schritt. Vielen Dank. Es ist halt hier total ruhig. Es ist halt irgendwie niemand da heute. Und hier unten ist der Rhein. Gell, meine Schöne? Der Dancy will hier seitwärts gehen. Ja, Mann. Und... Aber es ist voll schön, gell? Hier ist überall niemand. Der Himmel ist so komplett ein weißes Nichts. Seht ihr das? So einfach nichts. Und die Blue hat ihren Kopf verloren. Das war jetzt gerade halt absolut nicht so geil, weil Blue gerade irgendwie Panik bekommen hat. Ich habe sie Gott sei Dank irgendwie drüber gefühlt, weil ich heute irgendwie kein gutes Gefühl hatte, weil halt auch mega viele LKWs unterwegs waren. Und wir dann halt da auf die Brücke und sie Panik bekommen und
Naja, wir sind noch am Leben, aber ich stehe da echt nicht drauf. Auf die Kombination Pferd und Autobahn, das ist einfach nix. Aber wobei sie eigentlich echt immer ganz cool wird, aber sie hat halt da gerade ein bisschen Panik bekommen. Aber wir sind dann halt zügig drüber und eigentlich in Ordnung. Ja. Oder wollen wir nicht außen rum? Ich find's schöner. So, Leerchen. Mir auch. So, wir haben eine ferne Verwandte von Blue gefunden. Mu. Er kommt gerade einfach von beiden Seiten langsam. So, es ist jetzt doch schneller dunkel geworden, als wir dachten. Jetzt sieht man eigentlich überhaupt nichts mehr. Jetzt wollen wir eigentlich nur noch schnell nach Hause. Sind jetzt aber auch nur ein paar Meter von zu Hause entfernt. Es ist verdammt kalt und dunkel. So, der Dancy ist hier gerade in der Halle, wartet noch auf die Johanna und die Blue. Ja, die Blue ist da hinten. Ja, genau. So, ein bisschen fressen. Ich muss Blitz anmachen, sonst sieht man hier gar nichts. Mit der Sternchendecke. Normalerweise ziehe ich Blue natürlich keine Decke an, aber wir sind jetzt wirklich ganz, 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 ganz viel getrabt eigentlich. Mehr als die Hälfte vom Weg. Und die ist komplett nass geschwitzt und ich möchte es nicht mehr riskieren, wenn ich in den Urlaub gehe, dass sie dann noch erkältet ist oder sich halt krank wird und ich nicht bei ihr sein kann. Deswegen mache ich jetzt kurz die Abschlitzdecke drauf und dann geht's nach Hause, gell? Aber wie gesagt, ist halt wirklich ganz dünn und total süß. Gell, Schatz? Aber ein bisschen groß ist sie. Es gibt Suppe. Kara? Mama, Video! Mama? Danke für die Suppe! Ja, geparkt. Und Papa macht gerade was am Computer. Und wo sind die Kinder? Hallo! Hallo! Alles klar? Ja. Und, freut ihr schon? Ja! Guck mal! Ui, rosa, hä? Sieht man auf der Kamera nicht. Ich soll jetzt wieder sein, aber jetzt ist er wieder geworden. Das ist ein Häkchen. Cool! Hola denn, gute Nacht, ihr zwei! Schlaft euch schön aus. Morgen wird's anstrengend. Mama? Und die Mama packt auch. Ja. Schon alles fertig gepackt? Ja. Die Oma ist ins Krankenhaus gefahren. Warum? Die hat sich irgendwie hier irgendwas entzündet. Oh je. Das ist wirklich schlimm. Oh je. Mama hat auch schon gepackt. Ja, noch Platz für eingekaufte Sachen. Ja.